Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Ich bin Tanja von der Krela und ja, wir basteln heute mal wieder zusammen Karten. Ich habe hier eine Karte vorbereitet. Wie ihr seht, es ist eine Einladung zur Konfirmation. Man kann die Karte natürlich umändern, auch zur Einladung für Kommunion oder Einladung zur Taufe. Passt alles auch gleichzeitig dazu. Ich mache aber mit euch heute jetzt nicht diese Karte, sondern ich mache heute jetzt die Danksagungskarte, wenn ihr dann ein Geschenk bekommt oder so, dass ihr dann halt gegebenenfalls eine Karte basteln könnt und Danke sagen könnt. Ja, wir machen eine Z-Fold-Karte. Warum heißt sie Z-Fold? Einfach aus dem Grund, sie ist, wie ihr seht, wie ein Z gefalten. Und deswegen heißt diese Kartenform Z-Fold-Card. Und ja, die basteln wir zusammen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für die Karte habe ich ein paar Sachen vorbereitet. Einmal brauchen wir diese Quadrate, 8,5 x 8,5 cm. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in eurer Farbe machen. Ihr müsst jetzt nicht türkisblau nehmen. Ihr könnt natürlich stattdessen auch pink, rosa oder was auch immer nehmen. Das ist jetzt hier nur so ein Beispiel halt. Ja, 8,5 x 8,5 cm, zwei Quadrate. Dann brauchen wir Papierreste. Ja, dann habe ich hier die Hälfte von einem Fotokarton in Türkis genommen. Ihr könnt natürlich auch ein Kartenrolling nehmen, wenn ihr habt. Das ist ein A6-Kartenrolling. Der hat normalerweise ein Format von 14, noch was mal 10,5. Aber das kann man auch aufrunden auf 15 x 10,5 cm. Das ist vielleicht ein bisschen leichter für euch. Ja, dann haben wir hier Papierreste. Das sieht halt aus wie Wasser. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das ist dieses Papier, was ich sehr oft schon benutze. Das habe ich in Blau genommen. Und ich habe es einmal in 10 x 15 cm zugeschnitten. Und ich habe es einmal in 4,5 x 15 cm zugeschnitten. Dann brauchen wir auch was zum Falzen. Ich habe hier mein Falzbrett dazu genommen zur Hilfe. Alternativ könnt ihr natürlich, wenn ihr kein Falzbrett habt, das auch klassisch mit Lineal machen. Ansonsten brauchen wir natürlich Stempel. Ich habe einmal hier dieses süße Segelboot und dann habe ich einmal jetzt, weil es ja eine Dankekarte sein soll, habe ich einmal Dankestempel, dann habe ich ein Stempelkissen und ich habe einmal eine Unterlage zum Stempeln. Dann habe ich als nächstes, das habt ihr hier vielleicht bei dieser Karte gesehen, da habe ich hier so ein Steinchen. Das habe ich natürlich auch aufgeklebt und da nehmen wir die also dazu. Dann ein Falzbein. Dann habe ich schon vorgestanzt einmal zwei Anker, auch in dem gleichen Farbton, wie ich den Kartenrolling habe, also auch in diesem Türkis. Und wir brauchen einmal so ein Stanzteil, das ist hier 7,6 x 5,6 in der Größe. Alternativ könnt ihr dann auch ein Oval per Hand schneiden, das geht natürlich auch. So, jetzt zeige ich euch aber, wie das Ganze funktioniert. Als erstes nehme ich mir mein Kartenrolling und falze es natürlich zu einer Karte. Den Schritt könnt ihr überspringen, wenn ihr jetzt eine Karte habt. Aber jetzt den nächsten Schritt, den brauchen wir alle. Und zwar machen wir jetzt hier noch eine weitere Falze hin. Und zwar machen wir das auf 5 cm. Das ist dann schon die Vorlage für diese Z-Folds-Karte. So, jetzt nehme ich mir mein Falzbein. Gehe nochmal hier dem Ganzen nach. Dann falte ich das einmal um. Gehe auch hier einmal nach. Schneidekanten gehe ich auch immer nochmal nach, damit das auch nicht scharf ist. Und jetzt haben wir hier diese Karte, diese Z-Fold, schon vorbereitet. So, als nächstes geht es ganz schnell, kleben wir einmal das nach innen.
Und das kleben wir auch auf. Und dann haben wir quasi schon die Karte vorbereitet. Und daraus kann man jetzt natürlich auch andere Karten machen. Geburtstagskarten, was auch immer. Das ist einmal jetzt das Grundgerüst von der Karte, wie ihr seht. Ja. Als nächstes nehmen wir jetzt das Stanzteil und bestempeln das. Einmal mit dem Schiff und einmal mit dem Kreuz. Als erstes stempel ich das Kreuz. Und jetzt stempel ich noch so ein kleines Schiffchen hier unten hin. Und hier kann ich jetzt direkt schon mal das Steinchen aufkleben. Jetzt nehme ich mein Danke-Stempel und stempel den einmal auf meinen Papierrest. So, jetzt nehme ich noch eine Zackenschere. Den Schritt könnt ihr überspringen, wenn ihr keine habt. Man kann es auch ohne machen. Dann habe ich schon mal meinen Danke-Stempel fertig. Und jetzt nehme ich als nächstes mein Quadrat. Das klebe ich auf. Aber jetzt nur den Kleber auf eine Seite machen. Seht ihr? Weil das ja nur auf diese Seite kleben soll. Und jetzt habe ich so einen Trick. Ich möchte das ja genau dahinter haben. Das heißt, ich mache jetzt hier einmal Kleber auf. Den Kleber, der kommt nach außen. Ich lege das hier auf. Und jetzt klappe ich die Karte um. Und dann habe ich das ganz genauso im Hintergrund. So, seht ihr? Jetzt verschwindet das genau dahinter. So, als nächstes klebe ich das auf. Auch wieder mit doppelseitigem Kleberoller. Da könnt ihr natürlich auch einen Prittstift nehmen, alternativ. Wenn ihr nur einen Prittstift da habt. Das klebe ich auf. So, und jetzt gucke ich mal das Danke. Das werde ich wohl hier in der Mitte auch hinkleben. Da werde ich dann auch nur ein klein bisschen Kleber benötigen. So, und jetzt haben wir ja noch hier die beiden Stanzteile. Die werde ich auch noch schön aufkleben. Da nehme ich jetzt Flüssigkleber. Den habe ich am Anfang gar nicht genannt. Aber das haben ja die meisten von euch sowieso zu Hause. So. Einmal. Und jetzt kann ich gucken, wo ich den hin mache. Mache ich vielleicht dahin. Seht ihr? Schon habe ich meine Dankeskarte. Ja, also passend zur Einladung. Die Dankeskarte direkt dabei. Ja, hier ist die Einladungskarte nochmal. Und hier ist die Dankekarte. Ja, das war meine heutige schnelle Bastelidee für euch. Danke fürs Zuschauen und ich sage bis zum nächsten Mal. Bastelt euch glücklich, malt euch frei. Eure Tanja. Tschüss.